Dieses Video wird für dich relevant, wenn du schon 5, 10, 20 Verkäufe machst, das schon über ein paar Tage lang oder eine Woche oder mehreren Wochen oder Monate, auch wenn du viele Sales machst, hunderte, 50 Sales am Tag, spielt keine Rolle, weil wir haben was richtig Geiles für dich und zwar ein Upgrade deines Fulfillment. Du brauchst schnelle Lieferzeiten von China aus, weil du willst die Ware nicht in die Ware investieren. Du brauchst ein Branding-Paket, das heißt, dass du deine Verpackung verbessern kannst, Anleitungen, Betriebsanleitungen, kleine Dankeskarten, also wirklich richtig geile Sachen mit einbauen. Das brauchst du alles und das mit wirklich zuverlässigen Suppliern, die das alles schnell rausstellen. Das heißt, innerhalb von wenigen Stunden. Und dafür haben wir jetzt den guten Mirza hier von UpEdge sitzen. Genau. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen, was da wirklich so richtig geil ist dran und warum das geil ist und warum ich das auch so vom Herzen empfehlen kann, weil schon mehrere Teilnehmer von mir mit dem guten Mirza hier zusammenarbeiten. Das Ganze mit deutschem Kundensupport. Deswegen, was ist UpEdge? Wer ist Mirza? Ja, jo, servus, mein Name ist Mirza. Ich bin ehemaliger Dropshipper, auch Coaching bei MIG geholt, damals noch wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Jetzt aber auch Leiter einer chinesischen Fulfillment-Agentur mit sehr schnellen Lieferzeiten und so weiter. Wieso habe ich das Ganze gemacht? Also ich habe Dropshipping quasi auf den Nagel gehängt, ja. Nicht, dass es irgendwie scheiße war oder sowas. Ja. Du Ich hattest meine, ja ich habe, trotzdem deine Erfolge gehabt und so, ne? genau, ich habe Ja. wirklich selber sehr, sehr viele Umsätze generiert. Und jetzt habe ich dann einfach nur gesehen, welche Probleme gibt es zurzeit im Dropshipping-Markt, ja. Und jetzt seit einem guten Jahr habe ich jetzt damals dann mit meinem chinesischen Partner, mit dem ich schon seit 3 Jahren zusammenarbeite, wir haben uns dann einfach hingesetzt. Ich habe ihn gefragt: Guck mal, Dropshipping ändert sich jedes Jahr. Ja. Ja, einmal hier Creatives, einmal hier die Themes, einmal das Jahr. Aber die Agents bleiben alle gleich. Ja. Es ist immer mit Skype, Kundensupport, Ja. immer auf Englisch, manchmal sogar mit WeChats. Und es ist halt wirklich nicht so professionell. Wenn Ja. man wirklich nach Preisen fragt, ja, dann hauen die das einfach so in den Chat rein. Ja. Und wenn du fragst, ja, was kostet 2 Stück, ja, das Doppelte dann. Und ja, wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe gesagt, ja, guck mal, wie können wir das Ganze verändern? Sind wir quasi auf die UpEdge-App gestoßen. Das heißt, wir haben jetzt eine eigene App auch mit Shopify-Anbindung. Das heißt, ihr könnt einfach auf den Shopify-App Store gehen, UpEdge runterladen, könnt euch registrieren. Ja. Da habt ihr einen Account, dann habt ihr wirklich so ein Dashboard, meine Produkte, Ja. dann seht ihr die ganzen Bestellungen und so weiter. Ja. Was wirklich ein mega, mega Vorteil bei UpEdge halt ist, was bei Dropshipping wirklich sehr, sehr wichtig ist, Lieferzeit. Ja. Wir können eine Lieferzeit von 4 bis 6 Tagen garantieren. Ja. Ja. Natürlich gibt es auch, das ist halt in unserem Versandpartner CNI, Ja. ihr müsst es nicht wählen, ihr könnt es auch ganz normal UniExpress auswählen. Ist meistens ein bisschen teurer, sage ich direkt. Genau, Es wird nicht für ja. jedes Produkt funktionieren. Da Ja. muss man offen und transparent sein. Aber wir haben ja auch bei den Teilnehmern, die ich dir mit rübergeschoben habe, quasi auch, ne, immer drauf geschaut. Ich bin da super kritisch. Und Ja. dann immer geschaut, ey, wie ist die Lieferzeit so im Schnitt? Und die sind echt bei CNE wirklich 5, 6 Tage wirklich im Schnitt. Und das ist echt krass für China, weil die auch zuverlässig schnell raussenden. Ja. Und bei UniExpress, ne, wo es dann nochmal ein bisschen günstiger ist als CNE, hat man dann trotzdem wie viel? Genau, so um Fünf die Tage. 9 bis 10 Tage Ja, das ist roundabout super. zumindest. Also ich habe ja Nolina, meine Case Study mit 2 Millionen Umsatz in 1,5 Jahren, habe ich auch mit normalen China-Dropshipping skaliert. Die meisten denken auch, man braucht irgendwie 2, 3 Tage Lieferzeit, wie mit Amazon. Das braucht man überhaupt nicht. Ja. Qualität ist entscheidend. Und das finde ich bei euch mega geil. Das wollte ich auch nochmal Okay. ansprechen, weil ihr denkt mit. Weil die meisten True. Supplier, wenn du jemanden bei Skype hast irgendwie, die denken nicht mit. Die machen alles zwar, die sind super, ne, heftig unterwegs, die Chinesen, ihre Arbeitsethik, die machen alles, was du sagst, aber die denken nicht mit. Die True. denken nicht so, ey, Qualität ist wichtig, Ja. gerade den Deutschen, Österreichern, Schweizern. Genau, Ja, genau. und da denkt ihr einfach mit. So, So ist was es. macht ihr da So so ist zum es. Beispiel? Wenn jemand jetzt mehr Verkäufer hat, dann macht jemand 30 Verkäufer am Tag. Wie geht ihr vor? Also bei uns funktioniert das halt so, sagen wir mal, ich erstelle halt mit jedem Kunden eine eigene WhatsApp-Gruppe, da ist also der Kunde dabei und halt das ganze Team. Und wir machen das so, wir gucken erstmal, was er verkauft, ja, und gucken gleich einmal, wie viele Hersteller gibt es für dieses Produkt, Ja. ja. Wenn wir dann wirklich sehen, es gibt zum Beispiel, sagen wir mal, 4, 5 Hersteller, sagen wir mal jetzt 4 Hersteller, dann können wir das so machen, wir bestellen 4 Stück, also von allen 4 Herstellern bestellen wir ein Stück, Ja. liefern das in unser Lager und schicken es dir dann in die WhatsApp-Gruppe, also wir schicken halt so ein Video rein. Das heißt, ihr prüft auch richtig das Produkt Ja, und checkt, ist das Produkt wirklich geil? Das genau. machen ja auch die wenigsten Supplier, weil die schicken das einfach und sagen, ja, wir würden es jetzt dir schicken, Genau. dann musst du es nochmal prüfen. Aber ihr checkt schon richtig, so Ja, wie ist das Produkt so von der ist es. Quali her, So ist ne? es. Ja. Das heißt, du kriegst dann wirklich von jedem Hersteller so ein eigenes Video. Ja. Da kannst also kannst dich dann wirklich für einen entscheiden und du siehst dann sofort, wie sendet es der Hersteller, weil nicht Ja. jeder Hersteller
versendet. Einmal sind halt so chinesische Schriftzeichen um, einmal nicht. Ja? Ja. Und so kannst du von der Verpackung her und so genau, weiter. Ne? Genau, ja. Ja. Und so kannst dann wirklich du sehen, also entscheiden, welchen Hersteller du haben möchtest. Wir können natürlich, wenn du jetzt mit Hersteller Nummer 3 arbeiten möchtest, können wir dieses Produkt dann zusätzlich nochmal zu dir nach Hause senden, damit du es auch selber nochmal so fühlen kannst und ja, so weiter. Also das ist halt mal so ein Punkt. Ja. Wie stellt ihr noch die Qualität sicher? Also ich weiß es ja schon, aber ne, für den Zuschauer da draußen, was ja, macht ihr noch? Wenn ihr dann von diesen 5 Herstellern oder 4 Herstellern sagt, okay, der ist am geilsten, ne, man hat das schon durch die Videos gesehen, ihr habt es auch geprüft, der Kunde selber, ne, der hat sich dafür auch entschieden. Wie stellt ihr dann nochmal die Qualität nochmal besser sicher, was ihr anders macht, was das geiler macht? Ich sage mal so, wenn du jetzt mal 50 Bestellungen gemacht hast, wir bekommen die 50 Stück in unser Lager rein, überprüfen nochmal wirklich alle Produkte, das heißt, von der Qualität, ob die nicht kaputt sind und so weiter. Da werden dann auch welche aussortiert, 3, 5 natürlich, Stück. Das sind dann die wieder, wo eine Klarna-Fälle kommt, genau, PayPal-Fälle genau, und so weiter. Das heißt, die werden sofort dann überprüft, wenn da wirklich welche scheiße sind, sagen wir, kaputt sind, beschädigt, werden dann sofort neu nachbestellt. Ja. Ja. Und ich sage mal so, beim Versenden dann auch, das heißt, die Produktqualität, die testet ja halt ein eigener Mitarbeiter. Ja. Und die ganze Ware kommt ja dann nochmal zum Lagerlogistiker, der das Ganze dann in deine Verpackung halt nochmal reingibt. Ja. Und der überprüft das Ganze ja auch nochmal. Das heißt, dass du wirklich, dass wirklich gar keine Produkte rausgehen, die halt wirklich beschädigt sind. Ja, ist super geil. Also selbst dafür habe ich auch ein Video gemacht, wie man Retouren optimiert. Und genau das ist ein richtig wichtiger Punkt, den ich immer wieder predige. Einmal von erstens vielen Herstellern bestellen haben wir jetzt als Learning mitgenommen. Schon ein Nugget für jeden Einzelnen draußen. Und plus dann natürlich auch die Qualität jedes Mal prüfen. Ne? Genau. Das kostet dann vielleicht optional nochmal mehr, aber das geben die meisten Hersteller gar nicht mit, weil sie nicht mitdenken. Und das finde ich bei euch halt mega geil. Ich muss sagen, das Ganze machen wir auch kostenlos. Ja. Das heißt, ja, die Produktqualität angucken und so weiter, das ist alles kostenlos. Geil. Also das ist auf jeden Fall outstanding, weil ich habe auch mit vielen Suppliern schon zusammengearbeitet. Weiß es auch durch meine Teilnehmer, mit wem die alle zusammenarbeiten oder Agents, Shipping Agents. Und du hast auch gerade was von Verpackungen gesagt und so weiter, da könnt ihr ja auch einiges machen. Genau, wie sieht es mit der Verpackung aus, mit dem Produkt, wenn ich es modifizieren will, ich will Upgrades machen, wie ist das so da ein bisschen der Ablauf? Da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht mit Teilnehmern. Genau, ja. Erzähl mal gerne den Zuschauern, was ihr da so Geiles habt. Ich sag mal so, ihr könnt bei uns wirklich eigene Custom Packages machen, das heißt wirklich mit eigenem Logo. Das heißt, du könntest dich entscheiden für so normale Tüten mit so einem Zip-Bag. Wir haben Jutesäcke, wir haben wirklich auch wie Schuhkartons, sowas in der Art. Dann wirklich auch so Louis Vuitton-Boxen wahrscheinlich auch, sowas ne, zum Rausziehen. Genau, auch, so sowas, für Jewelry und so und sowas. Ja, ne? Das ist auch gar kein Thema. Und alles branden lassen. Das heißt, du kannst halt wirklich jetzt zum Beispiel bei Schmuck, wenn du dann wirklich Schmuck verkauft oder personalisierte Armbänder und so weiter, ich glaube, das heißt der Etui, da kannst du auch wirklich auch dein Logo drauf machen. Ja. Das ist nämlich auch sehr, sehr cool, da haben wir auch ein paar Kunden. Und natürlich, was wir auch anbieten, sind Dankeskarten. Mhm. Das heißt, sind meistens so in Visitenkartengröße oder je nachdem, wenn ein Kunde halt ein bisschen größere haben möchte, können wir die auch gerne machen. Kosten 2-3 Cent oder sowas. Also wirklich das ist halt das Geile mit China, ne? Genau. Und so eine Tüte jetzt mit Zip-Bag, mit eigenem Logo, kostet um die 6-7 Cent oder so. Also wirklich halt gar nichts. Wie ist das mit dem Produkt? Wenn wir jetzt sagen wir mal, ich habe die Nolina-Klatsch, ich mache 30, 50, 100 Verkäufe am Tag irgendwie damit, ich brauche einen besseren Supplier, kommt zu euch und ich habe noch die normale Klatsch, die jeder verkaufen kann. Und ich sage jetzt, ey, ich habe so viel Daten bekommen von meinen Kunden, dass ich weiß, was könnte ich alles upgraden, den Reißverschluss geiler machen, irgendwie noch ein Logo einstecken, klar, von innen und so weiter, aber auch noch bei dem Reißverschluss selbst auch nochmal so ein N einbauen. Also wirklich sehr personalisierte Sachen oder spezifische Sachen, sagen wir mal besser. Macht ihr das auch? Ja. Wie ist da so der Ablauf? Natürlich. So? Also das machen wir natürlich auch. Der Ablauf ist halt mäßig so, wir gucken erstmal, ob dieser Hersteller, mit dem du halt jetzt die ganze Zeit zusammengearbeitet hast, ob er das macht. Ja. Wenn ja, dann machen wir das halt sofort. Wenn er sagt, okay, nee, das können wir nicht machen, jetzt zum Beispiel diesen Reißverschluss. Ja. Wenn er das nicht machen kann, na gut, dann gucken wir nach. Welcher Hersteller könnte vielleicht nur den Reißverschluss machen, damit genau, das den rüber genau. sendet? Ja. So ist es, genau. Das könnten wir auch natürlich anbieten. Ja. Sehr smart auf jeden Fall, cool. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Retouren gesprochen, dass man die minimieren kann, eine richtig gute Qualität auf jeden Fall sicherstellen kann. Lieferzeit ist super entscheidend. Ich sage das auch immer wieder allen Dropshippern, die damit anfangen und noch keine Erfolge haben, dass die Lieferzeit, du brauchst keine 2-3 Tage Lieferzeit, aber dennoch habt ihr das aufs Endlevel optimiert. Genau. Ne, weil ich selber, ich kenne Unexpress, ich kenne CNE Express, ich kenne all die Versandmethoden, die Shipping Agents haben. Aber es ist halt auch wichtig, ne, wie bei euch, was macht euch da anders, dass ihr da auch eine schnelle Lieferzeit habt? Ich weiß es schon, aber für den Zuschauer einfach nochmal.
Bei uns ist halt wirklich der Vorteil, du postest einfach dein Produkt in unsere WhatsApp-Gruppe rein. Wir sourcen dir das Ganze dann quasi auf die App. Und du kannst es dann wirklich selber sehen. Du gehst dann auf My Products, gehst auf dein Produkt drauf. Du siehst wirklich dann deinen Einkaufspreis, du siehst hier Varianten. Und danach, was mega Vorteil ist, du kannst das Versandland auswählen. Wir tippen jetzt einfach mal Germany rein. Und da kommen wirklich 10 verschiedene Arten von einer Versandmethode. Ja? Ja. Du kannst wirklich Unexpress Standard nehmen, Unexpress Special Line, CNE Economy Line, dann CNE Express Line und so weiter. Und ich empfehle wirklich jedem Kunden, CNE Global Priority Line zu nehmen, weil da hast du wirklich eine Lieferzeit von 4 bis 6 Tagen, also im Durchschnitt meistens so um die 6 Tage. Was vorteilhaft ist, nämlich wenn du jetzt wirklich eine Lieferzeit von 6 Tagen hast, hast du viel weniger Klarna-Fälle, viel weniger PayPal-Fälle. Ja. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, sagen wir mal, du hast jetzt einen Freelancer, der die ganzen E-Mails macht, wenn die Produkte in 5, 6 Tagen bei dir, also beim Kunden zu Hause sind, hast du auch viel weniger E-Mails. Ja, was auch wieder heißt, weniger Kosten. Um das geht es. Genau, genau, das ist mega, mega Vorteil. Was ich auch gemerkt habe, manchmal hast du vielleicht Unexpress irgendwie, ne, zwischen 7 und 10 Werktage oder CNE zum Beispiel, aber dann hast du andere Agents irgendwie, die nicht so zuverlässig raussenden, die dann irgendwie nach 48 Stunden, teilweise nach 3 Tagen, die haben zwar dir einen Tracking-Code erstellt, das können die ja schon machen, das heißt aber noch nicht, dass es rausgesendet wurde. Ne? Bestimmt. Und das finde ich bei euch halt geil, dass halt wirklich binnen weniger Stunden sogar rausgesendet wird, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Das finde ich ziemlich nice. So, ich sag mal so, du kannst halt auf unserer App, also wir haben auch ein eigenes Wallet-System auf unserer App, das heißt, wir schicken dir nicht irgendwie jeden Tag irgendwie nervigen Rechnungen oder sowas, sondern du landest jetzt einfach mal, sagen wir mal, 500.000 Euro hoch, je nachdem, und kannst dann wirklich deine Produkte, da gehst du einfach auf Orders, da siehst deine ganzen Bestellungen, kannst die Bestellungen auswählen, die du bezahlen möchtest, du das bezahlen, bekommst eine Rechnung für einmal für die 500 Euro und zusätzlich nochmal eine Rechnung für diesen Auftrag, den du gerade halt erstellt hast. Und wir sehen, okay, du hast es gerade bestellt. Lieferzeit in unser Lager, je nachdem wie weit halt der Hersteller ist, dauert am meisten 24 bis 48 Stunden. Ja. Wir sehen das Ganze, wir bekommen eine eigene Tracking-Nummer vom Hersteller und wir sehen, dass es dann zum Beispiel jetzt am Donnerstag ankommt und wir sagen dann, okay, ein LKW 17 Uhr ist bereit in China, das heißt, wenn die ganzen Waren herkommen, verlassen die Waren, also wenn die heute angekommen sind, gehen sie auch sofort heute raus. Natürlich, wenn einer mal eine eigene Verpackung hat, wird dann alles umverpackt, das machen wir auch kostenlos, das heißt, da müsst ihr gar nicht zahlen oder sowas und wird dann sofort vom LKW abgeholt. Ja. Und wenn ihr schon Ware ein bisschen vorbestellt habt, auch der Kunde zum Beispiel, dann geht es ja auch am selben Tag raus direkt. Ja, ne? Genau. Das ist halt wieder der Vorteil, den man hat, entweder man sagt, man investiert ein bisschen in Ware, ne? Ein paar hundert Stück immer auf Stock bei euch zu haben zum Beispiel, oder man sagt, nö, ich will gar nichts in Ware investieren, nicht mal ein paar tausend, dann hast du halt aber den Nachteil, 1, 2 Tage später, was immer noch schnell genug ist. Weil ich habe, wie gesagt, eine Lina skaliert mit 7 bis 12 Werktagen Lieferzeit im Schnitt und das geht. Aber wichtig ist die Qualität und das ist ja auch gesichert bei euch. Natürlich, Du hast vorhin was von WhatsApp-Gruppe gesagt, ne? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Genau. Ich sag mal so, wenn ihr mich dann kontaktiert, dann sprechen wir einfach noch ein bisschen mal privat. Also wie viele Orders machst du? Was zockst du gerne? Ja. Gib mir dann Discord und so weiter. Also ich versuche mich dann wirklich mit dem Kunden so ein bisschen zu besprechen mit dem Ganzen, was verkauft er, in welches Land verkauft er, und dann versuche ich ihm da schon mal ein bisschen weiterzuhelfen. Wenn er Upedge halt wirklich dann interessant findet, dann erstelle ich dann eine eigene Gruppe. Dann haue ich den Kunden in die WhatsApp-Gruppe, komm in die WhatsApp-Gruppe, Und, das ist cool halt, mit deutschem Kundensupport, mit dir dann halt, wo man Fragen stellen kann, alles Mögliche. So ist es. Ja. Und ja, also alles wird in der Gruppe geregelt, deutscher Kundensupport. Jetzt im April kommt auch mein erster Mitarbeiter, der mir dann auch ein bisschen aushilft. Dass der, ja klar, wenn du viele Kunden hast, kannst du alles Also seid wirklich recht viele, wirklich jeden Tag bekommen wir Anfragen. Ja. Und da brauche ich jetzt einfach ein bisschen Aushilfe bei dem Ganzen. Genau. Ja, super. Das ist auch ein geiles Thema, was ich als nächstes einleiten wollte, was ich extrem schätze, weil du weißt ja, wie kritisch ich bin. Ne? Wir arbeiten ja schon lange zusammen so, auch jetzt mit UpEdge und mit dem Fulfillment-Lager. Und wo ich sehr kritisch bin, ist halt, ey, läuft das alles zuverlässig? Weil ich weiß, jeder Mensch wird irgendwann ein bisschen gieriger und manche verlieren sich vor dieser Gier, was du Gott sei Dank nicht hast, weil du weißt, wie wichtig diese Nachhaltigkeit ist, mit dem Namen verbrennen und so weiter. Und da hattest du mir auch, glaube ich, im Dezember war das oder sowas, hast du auch gesagt, ey, Mick, bring mir erstmal keine neuen Kunden, wir können uns quasi fast nicht mehr retten vor Anfragen über die Facebook-Gruppe und so weiter. Das stimmt. Und dann habt ihr erstmal mit Mitarbeiter aufgestockt, mit einem Lager aufgestockt, seid dann von irgendwie 700, 800 Quadratmeter dann auf 1000, jetzt auf 2000. Genau. So, das fand ich mega cool, so, ne? Da habe ich dich einfach nur gefragt, ey, Nüsser,
ne, wie viel Bestellungen könnt ihr jetzt gerade pro Tag mehr nochmal handeln? Mhm. Da sagst du mir, yo, 1000 können wir nochmal mehr handeln. Ja, genau. Das finde ich richtig nice, ja. Weil die meisten werden einfach blind vor Gier und verstehen dann nicht, okay, ich könnte jetzt zwar ein, zwei Kunden mehr aufnehmen, aber was bringt dir das, wenn ja, das nicht richtig fulfilled werden kann? True. Und deswegen kann ich das vom guten Herzen auf jeden Fall auch empfehlen. Das stimmt, so. Ja. Also wie schon gesagt, wir haben am Anfang angefangen mit einem Lager mit 450 Quadratmetern und sofort dann aufgestockt auf 1000. Wir haben dann so ein bisschen Marketing angefangen, so im November mäßig, und dann ist halt wirklich total eskaliert, ja. Und da habe ich dir auch wirklich dann im Dezember, Ende Dezember, glaube ich, geschrieben, Mick, keine Kunden mehr. Und da habe ich wirklich auch zwei, drei Wochen keine Kunden mehr aufgenommen, weil sonst wirklich es zu viel wäre. Und ja, jetzt haben wir natürlich Lager, Logistiker, halt, also Mitarbeiter halt hochgestockt. Wir haben jetzt 20 Mitarbeiter nur im Lager. Wir haben ein Lager von 2000 Quadratmetern. Wir haben jetzt noch eigene zwei, drei Leute für den Kundensupport, also für den englischen Kundensupport. Jetzt dann nochmal im April zwei Leute im deutschen Kundensupport. Geil. Und versuchen das Ganze auch noch zu optimieren. Ja, natürlich machen wir auch Fehler manchmal, aber wir versuchen aus den Fehlern auch zu lernen, ja, dass dieses Problem halt nicht nochmal kommt. Ja, es sind halt keine gravierenden Fehler. Also das habe ich jetzt auch gemerkt über die letzten Monate. Alle Kunden, mit denen du jetzt zusammengearbeitet hast, die ich dir mit rübergeschoben habe, quasi empfohlen habe, da ist nie was passiert, was irgendwie zu schlimm war. Genau, was, weil sonst würde ich auch einleiten und sagen, ey, ich kann dir nicht mehr empfehlen, sorry, also das müsst ihr echt klären oder machen. Ja. Und das, wenn es Kleinigkeiten, Fehler waren, jetzt nicht das richtige Produkt rausgesendet, da habe ich eh mal gemerkt, wie ihr da umgeht, das ist top. Das sind ja keine gravierenden Fehler. Das Schlimme ist ja wirklich, wenn hunderte von Produkten oder so auf einmal falsch rausgesendet werden und dann der Hersteller sich querstellt und sagt, nö, scheiß drauf, selber schuld, das ist behindert. Und solche Stories habe ich da draußen schon gehört von Agents oder Suppliern. Und da ist halt immer ein bisschen doof so auf jeden Fall. Und das ist das Geile bei euch, ne? Da kommt ihr vollkommen entgegen, weil ihr halt wisst, ey, so funktioniert Long-Term-Business einfach, sich den Namen nicht zu verbrennen. Also ich sage meistens auch immer, wenn ich jemanden Upedge vorstelle, dass wir halt wirklich eine chinesische Agentur sind mit europäischen Standards. Ja, viele fragen dann halt, wieso? Ja, und dann sage ich halt einfach, wir haben die ganzen Systeme, was die anderen halt nicht haben. Ja. Das ist genau das, was wir jetzt halt vorher besprochen haben. Ja, safe. Und dann bist du auch marktfähig, weil die meisten verstehen und die denken, europäischer Versand braucht man unbedingt. Nein, braucht man gar nicht. Diese Anfänger haben gar keine Ahnung, dass erstens, wie gesagt, Lieferzeit nicht kriegsentscheidend ist, zwei, drei Tage. Vor allem die Arbeitsethik hast du gar nicht so stark in europäischen Versandländern, weil die sind niemals so tüchtig wie die Chinesen. Selbst wo irgendwie Covid war im Dezember oder sonst was, Lockdowns, die sind immer am Machen. Ja. Immer. Auch wenn du Chinese New Year hast, die haben ja nur die einzigen Feiertage, wo sie wirklich aussetzen, ist einmal im Jahr. Und selbst da hast du manche Hersteller, die trotzdem dann nur ein, zwei Wochen aussetzen und nicht einen ganzen Monat. Mhm. Und das ist so krass. Also heißt, diese Arbeitsethik hast du in China auf ein Endlevel. Was aber fehlt, weil ich war auch jetzt zweimal in China, so ne, vor Ort, was aber fehlt, ist halt wirklich dieses Mitdenken. Und das hebelt ihr dann wieder, wieder aus, so mit europäischen Standard. Genau. Und du bist einfach nicht marktfähig, wenn du einen europäischen Supplier nimmst, alleine wegen den Einkaufspreisen. Ne? Wenn ich meine Nolina-Klatsch nehme, die ich für 35 Euro verkaufe und 8, 9 Euro Verkauf, Einkauf habe, ne, dann bin ich marktfähig. Mhm. Wenn ich aber einen Einkauf von 20 Euro habe, ne, dann hast du noch Umsatzsteuer, dann hast du noch Retouren teilweise ein bisschen, das hast du immer. Ja. Da bist du nicht marktfähig mit europäischen. Ja. Das verstehen die meisten nicht. Die sind so leichtsinnig und hören von irgendwelchen anderen Coaches, du brauchst europäische Supply. Nein, du brauchst einfach nur eine Top-Quali, gute Systeme, und dann passt das. Retourenquote unter 5%, bist du super dabei. Mhm. Alright, das heißt, wir haben jetzt hier den Zuschauer zum Beispiel, der sagt, ey, ich mache 20, 30 Bestellungen am Tag gerade oder 5 oder 10 Bestellungen am Tag oder sogar 50, 100 Bestellungen, und der sagt jetzt, ey, ich bin unzufrieden oder ich bin sogar eigentlich zufrieden, will das Ganze aber nochmal aufs Next Level optimieren, geileres Branding, geilere Anleitungen, Dankeskarten, mein Produkt modifizieren, zuverlässige Supplier haben, die immer raussenden und deutschen Support, also eigentlich alles, was man abgedeckt braucht, sozusagen, um zu skalieren richtig. Ja, Es ist nicht einfach nur stumpf Marketingbudget aufhören. Sagen wir, das hat der Zuschauer jetzt gerade oder er will es in der Zukunft haben. Wie sieht das dann bei euch aus? Wie sind die nächsten Schritte? Der meldet sich bei euch und dann? Genau, also du meldest dich einfach dann bei mir, meistens über WhatsApp oder Instagram, aber ich leite die Kunden dann meistens immer dann auf WhatsApp um. Es ist dann halt so, ich erkläre dir einfach mal ein bisschen Upmatch, was das Ganze ist, was wir hier ganz, also was wir alles machen. Klar. Und ich sag mal so, wenn du dann wirklich mit uns anfangen willst zum Arbeiten, dann erstelle ich halt die WhatsApp-Gruppe. Und wenn ich das erstellt habe, dann ist es meistens dann so, dann frage ich dich, ja, wann hättest du Zeit, die Woche mal, dass wir uns mal persönlich kennenlernen? Dauert vielleicht meistens so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Da erkläre ich dir unsere App. Unendlich, was mega Vorteil ist, also ich von der Person aus, ich möchte dich nämlich auch noch kennenlernen, ich möchte gerne wissen, was du alles machst, ja, weil, und natürlich für dich, du möchtest ja natürlich auch gerne wissen,
wer wir sind. Das werde ich dann auch noch mal so ein bisschen erklären. Und das mache ich wirklich ich alles selber. Das heißt, ich möchte dich wirklich besser kennenlernen. Und das ist wirklich ein Gesicht dahinter. Genau, ist, ne? Genau, ja. Dass du wirklich mal siehst, wer steckt dahinter. Ja, ja, genau. Das ist cool. Das ja. ist cool. Weil das hast du fast nie mit den Suppliern, sure. weil du siehst genau. immer nur ein Profilbild so. Ja, da heißt meistens nur Hi, my friend, und das war's. Ja, genau, Hi, my ja. darling auch. Ja. Schon so mit Herz und sowas. Ja. Die vertreiben gleich. No richtig. Problem. No problem. Das ist auch zu witzig. Aber nee, sehr cool. Das heißt, ja, jemand ist interessiert, wo findet er dich? Also du hast schon gesagt, ne, mit WhatsApp und genau, Instagram. Genau. Wir können das alles hier nochmal verlinken. Auch, ja, ne, vielleicht oder halt in der Infobox da unten. Genau. Oder halt einfach auf upedge-deutschland. Ja, mich auch, einfach auch über Instagram dann genau, einfach. So oder WhatsApp es. Oder so. Ne? So ist es. Deswegen. Genau. Aber wichtig ist einfach nur, dass die schon Orders machen. Genau, weil so jetzt Bestellungen nehmen wir. Wenn jemand auf. Null Orders hat oder so, dann bringt das für euch ja auch genau, nichts. Weil ihr genau. habt viel Aufwand mit vielen verschiedenen Produkten. So ist es, ja. Muss man dann auch Verständnis haben. Mhm. Ne? Aber dafür reicht für den Anfang auch, falls du jetzt noch gar keine Orders machst, CJ Dropshipping aus zum Antesten genau. erstmal, weil es die bessere Alternative zu AliExpress. Mhm. AliExpress kommen so Drogenpakete nach 3, 5, 6, 8 Wochen an, das ja. bringt nicht so viel. Dann lieber CJ für den Anfang, empfehle ich gerne. Ist schon mal nicht schlecht, ist jetzt nicht perfekt, aber da hast du trotzdem dann teilweise 7 bis 15 Werktage Lieferzeit, genau, was ja. erstmal am Anfang ausreicht. Kommst du dann erstmal auf deine ersten 5, 10, 20 Bestellungen, was ziemlich schnell gehen kann, mhm. dann zum guten Mörser, genau, zum UpEdge, ne? Einfach sonst mir auch schreiben, dann leite ich das auch weiter. Oder wie gesagt, ne, UpEdge Deutschland. Genau. Habe mich mega gefreut, Mann. Ich denke, das ist ein Danke dicker dir. Hebel. Und Danke, optimier dein Ciao. Fulfillment. Peace.